Wir verdienen heute 4.500 Euro mit 300 Wörtern. Wirklich? Ich schaue mir das an für euch. Mein Name ist Michael Kotzer, ich bin Rucksackunternehmer und du bist auf dem Kanal Geld verdienen im Internet. Also, wenn du noch nicht abonniert hast, wir sind jetzt bei 1.600 Abonnenten. Gerne abonnieren, gerne die Glocke betätigen, um kein Video mehr zu verpassen. Und jetzt einfach mal diese krasse Methode vom Geld verdienen, geniale Geldideen zu. Geniale Geldideen, ja, also der Sven. Manchmal hat er echt coole Videos. In diesem Video erfährst du eine mega coole Methode zum Online-Geld verdienen. Und zwar, wie du mit ganz, ganz kurzen Texten 4.500 Euro online verdienen kannst. Perspektivisch sogar noch viel, viel mehr, bis zu 45.000 Euro pro Jahr. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Weil VG Worte passt das nicht, oder? Weil mit einem Text 4.500 mit VG Wort geht nicht. Aber okay, ich bin echt neugierig. Musst du keine Vorerfahrung haben, du musst nichts verkaufen, du betreibst kein Affiliate-Marketing, es ist viel, viel einfacher. Und ich zeige dir alles Schritt. Ich liebe ja Affiliate-Marketing. Für Schritt. Und außerdem habe ich noch einen echten Geheimtipp für dich, denn ein absoluter Experte, der diese Strategie beherrscht, der kann dir helfen, das Ganze umzusetzen. Und wenn du dich dafür entscheiden solltest, dann kriegst du von mir mit einem exklusiven Deal nochmal 30% Rabatt. Also viele, viele Gründe, damit du auf jeden Fall bis zum Schluss dieses Video hier anschaust. Hallo, hier der Steve von Geniale Geldideen. Heute mit einer richtig coolen Methode, die kaum jemand kennt und die super lukrativ ist und einfach funktioniert. Und wenn ich sage, sie funktioniert einfach, dann meine ich das auch. Das Einzige, was du können musst, ist, du musst ein paar Texte schreiben und das musst du überhaupt nicht lernen. Das muss nicht das perfekteste Deutsch sein, du musst niemanden dazu beauftragen, du betreibst kein Affiliate-Marketing, du musst keine riesige Followerschaft auf YouTube, Twitter, Instagram oder Co. haben, denn du wirst ganz, ganz einfach dafür bezahlt, dass du kurze Texte im Internet veröffentlichst. Und die meisten Menschen kennen diese Methode nicht. Und als absoluten Bonus gibt es noch einmal 30% Rabatt mit einem exklusiven Deal, den ich ausgehandelt habe, falls du Unterstützung haben möchtest von jemandem, der diese Strategie als absoluter Experte umgesetzt hat. Aber dazu kommen wir später. Wenn du Lust hast, diese 30% Rabatt zu bekommen, dann schreib mir bitte jetzt unten in die Kommentare, ich will den Rabatt. Schreib es jetzt einfach rein, ich will den Rabatt. Und am Ende des Videos erfahrt ihr... Ich will erstmal die Strategie kennenlernen, also bevor ich einen Rabatt will. Aber okay, also wenn ihr den Rabatt wollt, geht bei Geniale Geldideen auf dem Kanal und kauft das darüber. Ja, ist cool, oder? Wie ihr noch richtig Geld damit sparen könnt und vor allem 4.500 Euro mit einfachen Texten verdienen könnt. Wie funktioniert das Ganze? Mit Hilfe der VG Wort. Kaum jemand. Ach doch, VG Wort. Okay, da sind aber mehrere Texte, also bei 4.500 Euro. Ist nicht mit 300 Wörtern, oder? Hä? Du bekommst doch nur 40 Euro oder so pro Text, also für 300 Wörter. Okay. Man kennt diesen Laden und man sieht schon an der sexy gestalteten Homepage, das ist quasi eine Behörde. Und die VG Wort ist die Abkürzung für die Verwertungsgesellschaft Wort. Und das ist im Grunde tatsächlich nichts anderes als ein Verein, also so eine Art Behörde, die eine ähnliche Aufgabe hat wie die GEMA, die dafür ja sorgt, dass Menschen, die Musik machen, beteiligt werden, wenn zum Beispiel diese Musik auf Veranstaltungen oder an anderen Orten gespielt wird und sie kriegen dafür dann als Autoren dieses musikalischen Werkes Geld. Und die VG Wort macht das Gleiche nur für Texte, die veröffentlicht werden. Und nicht nur für Bücher, für Buchautoren, sondern, und das ist das Spannende daran, auch wenn du ganz normal... Also es ist so, die Sammel, wie kommt das Geld zustande, wenn du CDs kaufst, wo du halt brennen kannst, oder einen Brenner oder einen Drucker oder so, müssen die Hersteller, wenn die das nach Deutschland einführen, eine Abgabe bezahlen. Und die VG Wort schüttet diese Abgabe aus an Texter. Ja, also so ungefähr kannst du es vorstellen. Alle Texte im Internet veröffentlichst. Und da musst du überhaupt nicht viel für können. Wenn wir mal auf Auszahlungen klicken, dann findest du das Relevante hier unter Texte im Internet, die sogenannte Metis-Auszahlung. Und hier kannst du tatsächlich vergütet werden, wenn du Texte im Internet veröffentlichst, zum Beispiel einfach auf einem Blog oder eher auf einer Website. Und genau das zeige ich dir jetzt Schritt für Schritt. Was kannst du verdienen und was musst du dafür tun? Du musst Texte veröffentlichen, die mindestens 1800 Zeichen inklusive Leerzeichen besitzen und es sollten keine Gedichte sein. Und dafür bekommst du für jeden einzelnen Text
Das wird regelmäßig jedes Jahr neu berechnet. In diesem Fall für einen Text im Internet, der genau diese Spezifikationen erfüllt, 45 Euro. Und jetzt sagst du, mein Gott, Steve, das ist doch viel zu kompliziert. Wie soll ich denn Texte schreiben? Das ist ja viel zu viel. Nein. Aber jetzt noch mal etwas. Genial. Geniale Geldidee wird dann halt erst raus, wenn du das halt für den Text bekommst. Und hast noch AdSense-Werbebanner auf der Webseite und machst dann noch Affiliate-Marketing in den Texten. Dann wird es irgendwann richtig genial und dann macht es aber sowas von, wo ist das? Aber sowas von. Nein, 1800 Zeichen inklusive Leerzeichen ist exakt so viel Text. Ihr seht, das ist weniger als eine halbe DIN A4-Seite. Das sind ungefähr 300 Wörter, 1800 Zeichen, das kann ich euch hier mal eben kurz zeigen. 1808 Zeichen sind es genau, inklusive Leerzeichen. Und niemand kann mir erzählen, dass er nicht in der Lage ist, so einen Text zu schreiben. Und ich zeige es euch gleich Schritt für Schritt, wie wir so einen Text, und zwar nicht kopiert, nicht geklaut, sondern als eigenständigen Text innerhalb von maximal 10 Minuten erstellen. Okay, machen wir das mit so einer KI? Also wir brauchen dann auch so und so viele Aufrufe im Jahr drauf, ne? Oder im ersten Jahr auf jeden Fall so und so viele Aufrufe auf den Text. Sonst funktioniert das auch nicht. Aber das ist eine sehr spannende Methode. In 10 Minuten kannst du 45 Euro verdienen. Was musst du dafür noch können, außer so einen einfachen Text zu schreiben und im Internet zu veröffentlichen? Dieser Text muss mindestens 1500 Aufrufe haben. Also 1500 Menschen müssen sich diesen Text anschauen. Und jetzt sagst du auch wieder, Steve, wie soll ich das denn machen? Ich habe doch überhaupt keinen Traffic, das ist ja viel zu schwierig. Nein, auch das ist nicht der Fall. Denn wenn wir das mal ausrechnen, 1500, die gelten auf das Jahr gerechnet. Das heißt, du musst es schaffen, innerhalb eines ganzen Jahres auf so einen Text, den du im Internet veröffentlicht hast, also innerhalb von 365 Tagen 1500 Leute zu bekommen. Das heißt, pro Tag müssen gerade mal 4 Personen so einen Text aufrufen. Und das ist absolut möglich und absolut realistisch. Und darum ist diese Strategie so lukrativ. Das Coole ist, wenn dieser Text einmal veröffentlicht ist und du diese 1500 Aufrufe wiederum generierst, funktioniert das Jahr für Jahr. Das heißt, du kannst das Ganze skalieren und es sind quasi passive Einnahmen. Du hast es einmal geschrieben und kannst 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 10 Jahre davon profitieren, immer wieder und wieder. Und jetzt stell dir vor, wie lange brauchst du für so einen Text? 10 Minuten vielleicht, um ihn zu schreiben. Das heißt also, pro Stunde schaffst du 60 Minuten durch 10, etwa 6 Texte in einer Stunde. Nimm dir einen halben... Naja, also, wir müssen die ja dann noch online stellen und ein bisschen SEO optimieren, damit wir auch Traffic über Google und so bekommen. Also es dauert schon ein bisschen länger. Ich würde mal sagen, 2 Texte die Stunde. Mit ein bisschen SEO-Optimierung und vielleicht auch ein Foto einfügen und. Es muss ja auch spannend sein, dieser Text. Sonst kommen da auch keine Leute rein, sonst schickt dir auch Google keinen Traffic. Also... Ja, also 2 Texte die Stunde ist okay, kann man machen. Also Tag Zeit, dann ist es sicherlich möglich, an einem einzigen Tag 10 Texte zu verfassen. Ein Text bringt dir 45 Euro, 10 Texte bringen dir also logischerweise 450 Euro. Mit einem halben Tag Arbeit. Und jetzt stell dir vor, du machst das 10 Tage lang. Nur 10 Tage lang, also mal 10. Das heißt, innerhalb von 10 Tagen hast du das Potenzial, 4.500 Euro mit dieser Strategie zu verdienen. Klingt cool und das ist es auch. Wenn du es genauso cool findest wie ich, dann lass mir jetzt bitte gerne ein Like für dieses Video da oder vielleicht sogar noch besser ein Abo. Ganz einfach rechts oben oberhalb des roten Pfeils auf den Button klicken oder rechts unten auf den gelben Geldsack. Und wenn du dann noch die Glocke aktivierst, dann verpasst du keine neue Strategie mehr hier zum Online-Geld verdienen bei geniale Geldideen. Ich freue mich auf Likes, Abos und natürlich auch über eure Kommentare. Schreib mir gerne jetzt unten rein, wie du diese Möglichkeit findest, im Internet Geld zu verdienen. Keine Sorge, ich zeige es dir jetzt Schritt für Schritt. Übrigens, falls du nicht alles selber dir erarbeiten willst, falls du noch nie einen Blogartikel verfasst hast, gar nicht weißt, welche Webseite das ist und so weiter, dann empfehle ich dir wirklich wärmstens den Online-Kurs, die 40K-Methode von Karl Geißler. Das ist dieser junge Mann hier von seiner Website online passiv Geld verdienen und er hat hier ein Infovideo veröffentlicht und so bin ich überhaupt erstmal auf diese Methode vor einiger Zeit aufmerksam geworden und er beschreibt ganz genau, wie das Ganze funktioniert schon in diesem kostenlosen Video und er hat natürlich einen Kurs, der dahinter steckt und ich habe den schon vor längerer Zeit mir angeschafft und bin absolut begeistert und ich zeige es euch einmal, ich gucke einmal gerne mit euch in diesen Kurs rein. Wenn ihr jetzt schon sagt, finde ich toll, ich brauche jemanden, der mir so ein kleines bisschen unter die Arme greift, dann klickt mal unten in den ersten Link.
Also macht das auch, geht ruhig weiter. Das Originalvideo ist verlinkt unten in der Beschreibung. Ja, holt euch das dann halt beim Steve, dieses Produkt. Link oder auf den ersten Link in der Videobeschreibung, da habt ihr meinen Empfehlungslink zu diesem Kurs und zum Infovideo von Karl Geißler. Und außerdem kriegt ihr, wenn ihr über mich bestellt, das habe ich mit ihm ausgehandelt, 30% Rabatt auf den ohnehin schon, ehrlich gesagt, viel zu günstigen Preis für diesen Kurs. Was lernst du da? Wenn du eingeloggt bist bei der 40K-Methode, da ist eben alles. Erstmal grundlegende Informationen rund um die VG Wort, wie das funktioniert, wie du damit Geld verdienen kannst, die rechtlichen Grundlagen, wie du dich anmeldest. Das ist eine Behörde, das heißt, das ist ein bisschen komplex mit viel Papier. Alles das ist hier Schritt für Schritt erklärt, die ganze Strategie erklärt und so weiter. Und das Spannende ist, dann geht es wirklich ans Eingemachte. Er erklärt dir von Null an, wie du eine Webseite erstellst, einrichtest. Guck mal ein bisschen weiter. Der ganze Kurs mit allem drum und dran kostet zurzeit 67 Euro. Das ist ehrlich gesagt geschenkt bei all den Preisen, die an. Das ist echt günstig, ja, kann man machen. Wo haben wir? Da haben wir hier noch ein bisschen Content. Wäre nicht erlaubt. Und wir machen das mit irgendeinem Thema, mit dem ich selber überhaupt keine Erfahrung habe. Ich habe vorhin einfach mal ein bisschen rumgegoogelt und bin auf das Thema Geocaching gestoßen. Sagt mir nichts, aber dafür haben wir ja Google. Also, wir legen los. Die Zeit läuft ab jetzt. Wenn du hier nach Geocaching suchst, da kannst du natürlich unheimlich viele Unterthemen finden. Und darum geht es ja, möglichst viele Texte zu diesem Hauptthema, was ja offensichtlich viele Menschen... Ist das nicht, wo man die Boxen versteckt im Wald und jemand anders muss dann halt die finden oder so? Menschen gerade in Sommermonaten interessiert zu finden. Schauen wir mal nach Geocaching und wenn wir dann ganz klassisch suchen und einfach ein A eingeben, dann werden alle häufig gesuchten Begriffe bei Google hier angezeigt, die mit Geocaching und mit A beginnen. Zum Beispiel Geocaching-App, Angel, Anfänger, Ausrüstung. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier auf Ausrüstung klicken, dann gibt es hier mehrere Informationen, kann man was kaufen. Ah, nochmal was ganz kurz in eigener Sache. Mein Kanal Michael Kotzur. Hast du eigentlich gesehen, dass ich da halt ein neues Konzept habe mit neuen Videos und hier zum Beispiel meine YouTube-Einnahmen offengelegt habe? Also geh gerne auf Michael Kotzur. Da haben wir auch schon 3520 Abonnenten. Was voll cool ist, ich feiere das voll. Und Pinto ist Digistore, Affiliate Marketing und. Die besten Strategien einfach im Internet findest du hier. Okay, schauen wir weiter. Es gibt aber auch entsprechende Texte und die kannst du dir alle ganz einfach anschauen und aufmachen in einzelnen in einem neuen Tab. Hier zum Beispiel dieses und dieses hier, diese Ausrüstung brauchen sie. Was haben wir noch? Hier zum Beispiel moderne Schatzsuche, Geocaching für Anfänger, Tipps zur Ausrüstung. Also es gibt nichts, was es noch nicht gab und da können wir uns jetzt einfach mal ein bisschen inspirieren lassen. So, Überblick über Zubehör und die richtige Ausrüstung. Ich würde ja erstmal einen Blog machen. Also meine Herangehensweise wäre ja eigentlich, ich suche mir erstmal eine Nische aus. Okay, das ist Geocaching. Das ist okay, cool, machen wir einfach. Dann gehen wir bei United Domains und suchen uns eine Domain. Geocaching.de. Wird höchstwahrscheinlich belegt sein. Also, nächste. Dann bauen wir einen WordPress-Blog auf. Ich glaube, die VG Wort hat auch noch ein Plugin. Damit dann halt so ein Pixel auf der Webseite ist, damit die zählen können, ob du wirklich diese 1500 Aufrufe hast im Jahr. Und dann baust du dir eine vernünftige Seite. Ja, ich würde dann halt hier vorne, gibt es auch noch Amazon-Produkte und so, ich würde echt Affiliate-Marketing da reinmachen und AdSense-Werbeeinnahmen. Ja, und die Texte vielleicht auch mehr als 300 Wörter, weil... damit Google dann dir auch Traffic schickt. Ne? Also die sollten schon dann halt cool sein. Und dann, vielleicht hast du sogar eine coole Nische, dass die Leute sich deine Webseite abspeichern und kommen öfters mal drauf und so. Also warum nicht vernünftig machen? So, was brauchen wir? Vielleicht reicht es, wenn wir sagen, die 5 wichtigsten Tools für Geocacher, für Geocaching-Ausrüstung. Also. Geocaching Ausrüstung, was auch gleichzeitig natürlich ein schönes Keyword ist, was hinterher für die Suchmaschine sinnvoll ist. Und dann brauchen wir einen kleinen Einleitungstext. Da können wir uns auch hier mal ein bisschen inspirieren lassen. Was finden wir denn hier zum Beispiel? Weltweit gibt es 3 Millionen Geocacher. Was ist Geocaching? Das ist doch hier schön. Sowas können wir einfach nehmen, kopieren das raus
und können diesen Text dann als Einleitung so ein kleines bisschen abgewandelt hier reinsetzen. Das ein bisschen größer als Überschrift machen. Geocaching. Und wir schreiben dazu, was ist überhaupt Geocaching? Überhaupt. Dann Geocaching ist eine Schnitzeljagd, die ihr mit Hilfe eines GPS-Gerätes oder eines, schreiben wir Handys, meistert. Na, ja, das ist schon ein bisschen wenig, aber oh, das ist schon krass. Also ich möchte da jetzt keinen Ärger bekommen oder so. Eine Alternative wäre natürlich, du nimmst die Einnahmen immer und lässt die Texte schreiben. Du lässt die Texte schreiben für 15 Euro und hast dann 40 Euro Einnahmen. Also, ja. Überall verstreut sind die sogenannten Geocaches oder Caches, also die geheimen Schätze versteckt. Okay, er macht das jetzt ein bisschen besser. Also ja. Aber es ist trotzdem urheberrechtlich schon, da müssen schon ein paar Veränderungen vornehmen, aber das macht er jetzt hier auch. Das sind in der Regel Dosen oder andere wasserdichte Gegenstände, die ein Logbuch enthalten. Ihr tragt euren Namen und das Auffindedatum für den Cache ein. Manchmal findet ihr... Ich würde es fast so machen, ich würde mir diesen Text durchlesen auf dem Handy und dann einsprechen. Also neu formulieren, komplett einsprechen. Na, das geht ja auch ganz gut. In den Caches auch kleine, darin auch kleine Gegenstände. Ihr seht also, ihr schreibt es einfach ein kleines bisschen um. Diese dürft ihr als Andenken mitnehmen, aber nur, wenn ihr selbst auch einen Tauschgegenstand in die Dose hineinlegt. Und dann kommen wir natürlich zur Grundausrüstung. Und da kommen die fünf wichtigsten Dinge zum Tragen. So, was brauchen wir also? Ein GPS-Gerät oder Smartphone? Ich bin jetzt aber trotzdem mal gespannt. Also den Text schreiben ist ja okay oder so, aber die Webseite aufsetzen, WordPress-Plugins und so weiter, das ist ja auch die erste Arbeit eigentlich, die du machen solltest, ne? Also nachdem du die Nische gefunden hast. Und wenn du Affiliate-Marketing lernen willst, mein JetSet-Affiliate-System, da bringe ich dir Affiliate-Marketing bei. Und dann schreiben wir, ihr braucht zwingend ein GPS-Gerät oder ein Smartphone, auf dem du die Geocaching-App installieren kannst. Zweitens brauchen wir Folgendes. Taschenlampe, Draht und Pinzette. Da haben wir schon mal drei Sachen. Ne? Wir brauchen ja gar nicht nur, brauchen ja nicht nur eins. Also kopieren wir das Ganze hier wieder rein. Taschenlampe, Draht, Pinzette. Wofür denn die Pinzette? Ich dachte, wir brauchen eher das GPS-Gerät. Okay, haben wir ja dann mit der App oder so. Und dann aber wofür ein Draht und eine Pinzette? Draht, um das halt wieder so rumzuwickeln oder so. Und die Pinzette, ja? Verstehe ich nicht. Aber okay, weiter. Und dann ist das Ganze hier einfach nur ein kleines bisschen näher erläutert. Das heißt, das können wir hier runter kopieren. Der Draht ist immer hilfreich. Da kann man auch mit dem Draht eine Angel bauen und die versteckten Behälter erreichen. Ah, okay. Das kopieren wir hier unter diesen Draht. Und dann haben wir noch die Pinzette, weil manche Caches sind eben sehr, sehr klein. Also haben wir hier die Taschenlampe. Ihr seht also, in welche Richtung das hier geht. Gehört mit in das Geocaching-Kit, wenn es draußen dunkel ist, bla, bringt die Taschenlampe Licht ins Dunkle. Draht ist immer sehr hilfreich. Du kannst den Draht jederzeit vor Ort in so einem Werkzeug zusammenbasteln, bla bla bla. Kannst du aus dem Draht eine Angel bauen und so die versteckten Behälter erreichen. Pinzette sollte nicht vergessen werden, wenn
du dich an Nano-Caches traust. Manchmal sind die noch so klein, dass diese nur mit einer Pinzette aus dem Versteck entnommen werden können. Cool. Okay. Irgendwie habe ich jetzt auch Bock drauf, oder? Wie ist das bei dir? Schreib mal gerne in den Kommentaren. Ach. Und jetzt können wir mal schauen, wie viel Text wir denn hier schon haben. Und das sind schon mal 1435. Und ich habe einen, zwei. Und jetzt würde ich halt die Taschenlampe verlinken und die Pinzette zu Amazon und ein GPS-Gerät. Also jetzt würde ich Affiliate-Marketing machen, damit ich Kohle verdiene. Zaster, zaster, zaster. Damit es weiter so Katschinger macht. 3, 4 Punkte. Und als letzte, was noch fehlt, ist eben die fünfte Geschichte für die fünf wichtigsten Tools für Geocacher. Und da könnten wir zum Beispiel hier Stift und Notizbuch, auch das können wir jetzt rauskopieren, hier die Inhalte einfügen. Das wäre der fünfte Punkt. Mal gucken, ob das jetzt reicht. Ja, hier haben wir 1800 Zeichen, also hier das Ganze noch ein kleines bisschen umschreiben. Brauchst du meist keine Stifte und Notizbücher, aber für Mystery oder Multi-Caches musst du oft... Voll lustig hier, wenn ich hier so Videos anschaue, unfassbar. Koordinaten notieren, Quersummen ausrechnen oder Wegpunkte mit Zahlen versehen und miteinander aus die Zielkoordinate errechnen. Bei solchen Caches darf Stift und Papier selbstverständlich nicht fehlen. Mit dieser Ausrüstung bist du für das erste Geocaching Abenteuer bestens gerüstet. Ende. Und wenn wir jetzt nachschauen, dann das Ganze einmal alles hier markieren, dann siehst du, dieser Text hat 1889 Zeichen, erfüllt alles das, was die VGWert braucht. Das heißt, in diesen weniger als 10 Minuten, die wir gemeinsam jetzt hier verbracht haben, siehst du, hast du im Grunde 45 Euro verdient. Ist das möglich, dass... Nein! Der ist ja sich online gestellt und wir haben noch keinen Traffic draufgebracht. Also, ja, der Text ist okay, kann man machen. Aber verstehe ich jetzt nicht. 10-mal zu tun? Ich bin ziemlich sicher, ja. Also wenn du wirklich hier 4000... Und ich würde jetzt noch ein paar lizenzfreie Bilder reinpacken und so, damit der ansprechend ist und so und Affiliate-Links und so weiter. Ja, okay. 500 Euro verdienen möchtest. Oder wenn du es nach und nach schaffst, mehr als 1000 solche Texte zu veröffentlichen. Ja, das veröffentlichen. Okay, also einen gut besuchten Blog aufbauen. Vielleicht mit Pinterest als Traffic-Quelle oder so. Ha, du willst mehr Tipps, du willst mehr Reactions von mir? Dann, wie gesagt, abonnieren, Glocke betätigen. Mein Name ist Michael Kotzoy und ich habe hier vorne noch ein Video für dich. Check das ab. Ich muss noch einen Schritt. Da, check das ab. Neben dem Lamborghini. Ah, nee, neben dem Ferrari. Ach ja, okay. Du weißt schon Bescheid. Ciao.